Hallo und herzlich willkommen zurück bei Ark Survive the Do mit Baloo. Wir sind jetzt in der dritten Aufnahmesession in der 10. Folge. Und ja, wie man unschwer gesehen hat, ich habe unsere Gundula verheizt beim letzten Mal. Jetzt müssen wir für Ersatz sorgen. Allerdings, wir sorgen für Ersatz rein zum Eierlegen erstmal. Wir haben den Mad Max noch. Und wir haben jetzt im Offscreen eine ganze Weile gesucht. Das Problem ist, alle unsere Paras, die hier rumlaufen, sind männlich gewesen. Wir haben jetzt endlich mal ein Level 10er Weibchen gefunden und das werden wir uns jetzt mal versuchen anzueignen. Ja, Baloo schießt, wir haben endlich mal Narko-Pfeile. Wir sind ein bisschen weitergekommen. Unser Hauptziel ist es jetzt erstmal ein bisschen zu leveln. Halt den Kopf still, zack. Das war einfach mal. Liegt schon. Gut. Dass wir einfach mal ein bisschen weiterkommen. Denn ich habe im Offscreen die Preserving-Bin gelernt. Wir haben die Floße gelernt, zumindest. Da werde ich jetzt mal versuchen, hier nebenbei noch welche zu bauen. Da könnte ich eigentlich direkt mal rausschauen. Wo hatte ich sie denn da? Damit wir vielleicht auch mal ein bisschen rumkommen. Denn unser Bauplatz hier ist etwas mager mit allem. Das ist so suboptimal, sage ich es mal vorsichtig. Wir haben da oben kaum, also wir haben eigentlich kein Wasser, wir müssen es mit Regen auffangen. Wir haben kaum Bäume dort, wir haben fast gar nichts. Vielleicht finden wir noch was anderes. Ja, mal gucken. Ach, jetzt brauche ich Pfeile stattdessen. Die Dinger brauchen ganz schön viel Holz, ne? So viel Gewicht habe ich gar nicht wahrscheinlich. Das Schöne ist, ich habe heute meinen zweiten Bildschirm mal wieder angeschlossen. Es funktioniert wieder alles. Ich kann also auch sehen, was ich hier aufnehme und was für ein Käse das wird. Auf dem Baby-Dodo haben wir jetzt keinen Bock, ne? Nein. Aber du bist so süß. Na du? Na, ich fang schon wieder an. Lass mal das. ja. Plan ist, wie gesagt, jetzt das Raft zu bauen. Dann den Preserving Bin irgendwie mal aufzustellen. Diese Folge. Unter Umständen noch. Und mit dem nächsten Level Up werde ich mal versuchen, auf die Forge zu gehen, dass wir endlich mal so langsam Richtung Metallwerkzeug kommen. Weil es doch ziemlich langwierig ist. Habe ich denn genug Holz? Nö, natürlich nicht. Wahrscheinlich kann ich mich immer noch nicht bewegen. Ja. Baloo? Ja. Würdest du mal kurz zu mir kommen? Ich habe wieder stumpf vor mir hergehämmert und habe gar nicht geschnallt, dass ich überladen bin. Wie immer. Also ich stehe nicht weit weg von dir. Stehst nicht weit weg von Zumindest mir. nicht vom Para. Unten am Strand. Ja, und ich bin durch die Ruine, deswegen. Aber ich bin Moment. jetzt sofort da. Para kommt schon. Ich konnte zweifeln. Na komm, komm. Näher, näher, näher. Ja, geht doch. Ja, ich wollte gerade sagen, sei froh, dass ich ihn auf niedrig gestellt habe. Bin ich auch. Jetzt kann ich mich nicht wieder bewegen. Was braucht man denn am Fiber für das gute Ding? Ah ne, 75 Heide brauchen wir. Ich muss jagen gehen. Ich nehme das Para mit. Oder brauchst du noch was daraus? Nö, ich brauche nichts daraus. Du brauchst dich raus, also du bleibst kurz hier bei Aber dem. denk dran, Wiedersehen macht Freude beim Para. Ja, also der Raptor, wir hatten hier gerade eine Begegnung mit dem Raptor, Level 145. Gott sei Dank ist er geflüchtet. Ja, weil es nur ein Heranwachsender war, zum Glück. Na. Ups. Treffen sollte gelernt sein. So, ja. Ich liebe es, wenn die Dinger immer in den Stein rutschen. Was steht denn darum? Ein 110er jugendlicher Raptor. Das macht es nicht besser. Na du? Na, wer bist du denn? Sollte ich mich mit dem Stego anlegen? Du stehst auf Passiv. Das ist gut. Wo ist mein Bogen? Vielleicht wechsle ich mal lieber. So. Das und das. Einmal durchladen, bitte. Und tschüss. Auch jetzt steht der Mad Max im Weg.
Max hat ein Nasenpiercing bekommen. Aha. Aua! Das tat fast weh. Heieiei. Ja, öfters mal was Neues. Hupala. Also ich hatte die Stegos irgendwie langsamer in Erinnerung. Das gefällt mir gerade nicht so gut. Naja, das letzte Mal, als ich mit denen gekämpft habe, war bei SOTF. Und da sind die Viecher schneller als sonst. Ja gut, die gehen daher ab wie ein geölter Blitz. Fällst du mal um? Das Problem ist, der Stego ist natürlich auch direkt Level 80. Ja, aber gibt gut Haut. Ja, wenn man ihn trifft. Und tschüss. Lichter? Nee, noch nicht. Vielleicht hätte ich Trank Darts benutzen sollen, Lichter eher. Ein bisschen wo bist du? Ah, einmal um Ruine rum. Ist halb so wild. Eieieiei. Ich meine, ich mach was anderes. Wo ist er denn? Da ist er. Kommst du hier auf mich? Ja, da kommst du nicht an mich ran, ne? Gut. Na, komm. Treffer. Und. Komm, du fällst doch gleich um. Ich treff nichts mehr. Ah, liegt. Sehr schön. Haut war Axt, ne? Ja. Das ist gut. Ich probiere mal eben so ein paar Pfeile hier noch vorher einzusammeln. Von dem guten. Ein paar am Weg. So. Zack, zack, zack. Ja, toll. Ein Stein. Ein Pfeil. Ah, aber da gab gut EP. So ist es nicht. Und ich verhungere schon wieder. Eieiei. Ich hoffe, du gehst jetzt nicht so schnell weg. Nee, eigentlich nicht, weil ich zerhacke hier gerade den Stego. Ja, bleib mal noch mal in meiner Nähe, weil ich crafte gerade was. Du craftest gerade was? Einen neuen Bogen? Ich könnte ihn aber reparieren, das wäre mal eine Maßnahme. Zack. So. Wo ist er denn? Bogen. Repair. Was machst du denn? Baust du schon ein Floß? Nein. Das wollte ich doch gerade machen. Da kannst du auch eins. Haben wir zwei, wir trennen uns. Richtig. Ah, ich habe unseren Raptor gefunden. Der schön. Schwimmt hier immer noch. Mir fehlen noch 12 Wut. Was fehlt dir noch? 12 Wut. Das hat sich gleich. 12 Wut, ja, so. So. Dann kommen wir her, Mad Max. Na, komm, du hast das ganze Holz. Ohne dir kann ich kein Boot bauen. 1, 2, 3. Dann die 9. So. Da braucht man lange zum Craften. Ja, deswegen sagte ich ja, ich hoffe, du bist jetzt lange noch in meiner Nähe. Oh Mann, oh Mann. Weil was das Ding an EP gibt, ist schon nicht ohne. Ja, fertig. Steht. Und Level up. Ja, sehr schön. Schauen wir mal, ob ich irgendwie Movement Speed, Fortitude, ein bisschen Leben wäre vielleicht nicht schlecht, weil sonst bin ich wieder instant tot, wenn mich irgendwas anfällt. Forge. Ich lerne die Forge. So, was brauchen wir für... Ich würde sagen, erstmal ein Pre-Surfing bin, dass ich mir da so 2-3 aneigne. Ein bisschen Wut und ein bisschen Stein, okay. Ja, wie man sieht... Oh, noch ein Floß, wie man sieht. Ja, die Dinger wiegen ja 85 Kilo im Inventar. Flotte Rammdösig. Na, komm, 3 Steine noch. So. Und ein bisschen Holz, dann kann ich den ersten Preserving Bin aufbauen. Wollen wir direkt einen aufs Floß stellen? So ein Preserving Bin. Dann lass uns doch erstmal die Foundations und so bauen. Können wir auch machen, ja. Dann hau ich den Preserving Bin erstmal in das Para rein. Ein bisschen davon, ein bisschen davon. Ich habe 1000 Bären wieder dabei. Ei. Jetzt fehlt es mir an allem.
außer Sedge. Achso, Foundations. Die habe ich ja gelernt. Da war ja was. Brauche ich trotzdem Fiber. So. So, so, so. Was macht unser Patient? Ist eine gute Frage. Der läuft wahrscheinlich gleich an uns vorbei lachend. Ungefähr. Du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht. Dann muss er nochmal zwei Fälle abkriegen. Fertig aus. Ah, ja. Na klar. Was denkst du denn? Ich lasse sowas doch nicht auf mir sitzen. So. Ich glaube, die Narcotics sind bei dir drin, oder? Bööö. Also in yep. Mad Max. Ja, ich komme rum. Schwing die Hufe. Obwohl, den Level 10er kann ich auch mit Narco-Berries machen. Ja, könntest du schon. Also, ich weiß nicht, habe ich Narco-Berries? Da sind ja, ein paar. Ja, sind. Ich habe dir noch welche reingeschmissen. Die letzten 12 hättest du jetzt auch rausnehmen können. Da waren noch 12 drin? Ja, ich hatte gesagt, ich habe dir noch welche reingeschmissen. Ach so. Ist ja nicht schlimm. Der ist ja nur zum Eierlegen da. Denn wie gesagt, wir haben gesagt, wir wollen ja so ein bisschen nach Kibbelkette gehen. Bevor wir uns jetzt hier willkürlich einen Raptor mit Prime Meat machen, versuchen wir uns jetzt noch nebenbei so zwei, drei Mädels von den Parasauriern ranzuholen. Um da ein bisschen Eier zu bekommen. Wir werden auch noch gleichzeitig jetzt das Farming beginnen. Also die Landwirtschaft auf gut Deutsch. Das war uns ja, doch, sobald der erste von uns auf 25 ist, weil genau. Dann kann man die mittleren Beete holen. Ja, ich stecke immer aus der Paare auf. Das ist eine Katastrophe. Ja, wir brauchen natürlich auch noch so zwei, drei kleine Croplots für Narcoberries. Majors dann ja eher weniger. Vielleicht dann nur mal für den Futterdruck, aber dann gehen wir immer mit dem Paro raus oder hinterher mit dem Trike und dann hat sich das auch erledigt. Kannst du Futterdruck nämlich auch gut mitfüllen. Ja, das ist schon fast voll. Ja stimmt, wir hatten haben wir einen Futterdruck? Ja, wir haben schon eins. Ich hab das jetzt gar nicht mehr so auf dem Schirm. Wie gesagt, wir sind in der nächsten Aufnahmesession. Das ist ein paar Tage her. Ich Keks bei den Dilos, dann auch nach Fleisch zu gucken. Ja, ne? Das ist so ein bisschen lästig. Die Kleinen. Aber die sind gar nicht mal so fleißig wie die Dodos jetzt, ne? Die Dodos hauen ja richtig einen raus, was Eier angeht. Da haben wir jetzt wie viel? 26 Stück? Oder was habe ich gesagt? Ja, irgendwas in der Richtung. Das heißt, ab Level 35 geht's los, Flattermann-Suche. Dass wir da mal ein bisschen mobiler werden. Weil es zieht sich hier doch ganz schön, muss ich sagen. Also, puh. Wir rennen hier immer noch rum, wir zählen wieder ein Para. Also wirklich weit gekommen sind wir noch nicht eigentlich, ne? Nee. Das geht besser. Das muss besser gehen. So, jetzt brauche ich Sedge und Wood. Aber ehrlich gesagt, was für Sachalternativen haben wir? Ja, im Moment noch nicht. Biomir. Ich mache mir ein Speechbein. Ich die. Ja, gut. Pachi? Ja, okay. Einzige, was ich noch anbieten würde, allerdings holen wir uns da gerade erst die Weibchen für sind Raptor. Mhm. Raptor-Sattel könnten wir schon. Ja, aber wie gesagt, ich hätte dann gerne schon zwei große Raptoren. Das war da anständig auch mal was mit anfangen können. Ja. Weil mit so einem Level 15er Raptor brauchst du gar nicht erst anfangen. Der wird einmal vom Stego getroffen, dann fällt er tot um. Eben. Das ist ja das Problem. Mit so einem anständigen 150er, 145er Raptor, der gut gelevelt ist, der haust auch mal einen großen Bronto mit um. Oder einen dicken Rex, das ist also kein Thema, wenn man damit umgehen kann. Ich meine, ich habe es auch schon geschafft, damit drauf zu gehen. An einem 10er Rex. Und das war nur daran, weil ich ein bisschen verdusselig war. Ich bin immer die ganze Zeit vor der Schnauze rumgehuscht. Und dann hat er zweimal zugeschnappt und dann war der Raptor halt weg. So, was haben wir denn hier? Wir haben davon, ja gut. Jetzt holen wir mal ein bisschen Holz ran. Ja, wir holen mal ein bisschen Holz ran. Wo stehen die ganzen Bäume? Da. Der Biber war wieder unterwegs. Patient, geht's gut? Patient läuft mir hinterher. Für Patient habe ich Sattel. Glaube ich, im Para. Ja, das,
Müsste dein Alter sein. Ja. Der gute Sattel von der Gundula. Ja. Hätte nicht sollen sein, oder? Nee. Naja, sie wacht jetzt über uns. Hoffentlich. Hoffentlich erfolgreicher, als sie gelebt hat. Kann man ihr nur wünschen. Ja, kann man uns nur wünschen, wenn sie über uns machen soll. Ich muss es jetzt nicht haben, dass ich direkt wieder tot umfalle. Obwohl, ich kenne mich ja. Ihr kennt es mittlerweile auch. Jede Folge ist ein Tod drin. Obwohl ich es stark versuche zu vermeiden. Ich bin ehrlich bemüht. Er war stets bemüht. Der wird auf meinem Grabstein stehen wahrscheinlich. Mhm. Das Problem ist, was wie viele ich dann da aufbauen muss demnächst, wenn wir die gelernt haben. Nimm mal mit demselben Spruch. Nee. Muss ich sein. Ach, da ist Patient. Patient ist Level 12. Stopp! Ja, ja. Ich gehe nur vom Baum zu Baum. Bleib stehen. So. Damit sie wenigstens ein bisschen Rüstung hat, weil es hilft ungemein, wenn die Viecher einen Sattel aufhaben. Yep. So hält er vielleicht zwei Schläge auf, statt nur einem. Auch wenn es nur 20 Rüstungen sind. Ui! Ich fliege. Fans Foundations hatten wir noch gar nicht. Doch, habe ich gelernt. Craft Item und ein Pillar. Da brauche ich noch ein bisschen Holz für. Da war ja was. Ich renne wieder zurück. Einmal mit Profis, ne? Die Antwort kennst du. Ja. So, ein Pillar brauche ich. Obwohl, ich brauche mehr Pillar. Und da brauche ich mal... Geht das auch mit Thatch Foundations, das runterzusetzen, oder geht das nur mit Wood? Das weiß ich gar nicht. Ich probiere das mal mit Thatch. Ich meine, ist nicht schlimm, wenn wir ein paar Farmen, dann haben wir ein bisschen EP nebenbei. Wenn wir uns ein paar bauen. Alles geht kaputt bei mir. Nur Zeit, dass wir endlich Eisenwerkzeug haben. So. Wir probieren das jetzt einfach mal. Und dafür brauche ich natürlich weitaus mehr Pillar noch. So. Denn ich baue es gerne so, dass die Foundations gerade sind zum Deck des Flosses. Also so ein bisschen abgesenkt. Wenn jemand jetzt nicht genau weiß, was ich meine, ihr werdet es gleich sehen. Sofern ich mal hier ein bisschen vorankomme. Weil es doch echt angenehm ist, so zu machen. Ja. Vor allen Dingen haben wir dann nicht immer dieses tierische Rampenproblem. Da fährst du ran an den Strand und gut ist. Ja, aber trotzdem sollten Rampen da... Ja, falls wieder was über Bord geht, das ist doch ganz sinnvoll. Aber ich glaube, ich habe noch keine Rampen gelernt. Habe ich jetzt was gesagt? Nö, ne? Was denn? Doch, irgendeiner von uns hat Rampen gelernt. Ansonsten kämen wir so schlecht ins Haus. Slope Wooden Roof. Ja, ich habe sie gelernt. So, du bleibst mal kurz stehen. Was? Ach. Halb ausgewachsener Dilophosaurus. Der tut mir jetzt nichts. Na, schauen wir mal. Das, das und das. Obwohl, ich wollte es erst damit ausprobieren. Wieso sehe ich denn... Ach, ich bin auch deppert. Ja. Nee, schon gut. Ich krieg wieder die Mitte nicht hin. Hallo? Irgendwie bin ich gerade zu dusselig, da die Mitte zu machen. Warte mal, das waren 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Doch, genau da in die Mitte muss das Teil. Das Problem ist, das wieder gerade hinzusetzen. Ja gut, schief ist Englisch und Englisch ist modern, oder wie war das? Ja, ja.
Ah, perfekt. Das ging schnell. Zack, zack. Toll. Ja, das ging schnell. Und mir sind die Foundations ausgegangen. Irgendwie war ich im Glauben, dass man eine Pillar braucht dafür. Ich habe lange kein Floß mehr gebaut. Eieiei. Ich bin echt verplant. So, bitte wenden. Ne, die Nutzfläche so von dem Floß ein bisschen größer zu machen, ist im Allgemeinen ganz, ganz sinnvoll. Ja. Da kann man nämlich notfalls auch mal ein bisschen was mitnehmen. Ich habe mein ganzes Werkzeug wieder weggepackt. So, so. Pfeil und Bogen sollte ich vielleicht auch wieder da rein tun, falls wieder was angetrappelt kommt. Ich muss es nicht haben, dass es mich wieder auf den kalten Fuß erwischt. Auf den kalten Fuß, ja. Man sollte manchmal hinhören, was man sagt, oder? Ja, wäre hilfreich, sagen wir es mal so. Ja, gut, du kennst mich, ne? Ich rede erst und denke dann. 73, so. Zwei, wie viele brauche ich denn von den Dingern? Genug, ne? Von welchen? In den Foundations. Mindestens 9 Stück. Mindestens 9 Stück und dann... Wir hatten gestern festgestellt, dass man die auch auf 5x5 machen kann und dann noch eine Wand dran, ne? Dann werden wir das nämlich auch probieren, dass wir mit Foundations eine Floßgröße von 5x5 hinkriegen. Ja, und ich probiere mal jetzt die Variante, ob ich es auch mit Wand 7x7 geprügelt bekomme. Mit Wand auf 7x7? Eieiei. Ja gut, dann können wir unser Haus oben vergessen, dann ziehen wir ins Boot. Weil das Ding ist dann größer als unser Boot, als unser Haus. Komm, ja, dann darfst du allerdings auch einige Mods installieren. Inwiefern? Zum Beispiel Rohre auf Booten. Ach so, ja. Das ist ja... Das lassen wir mal. Nein, und die Strukturanzahl auf Booten muss man stark erhöhen. Nein, die Boote wollen wir wirklich mal so nehmen für Expeditionen, dass wir mal hier und da ein bisschen hindaddeln können. Ja. Um uns auch mal ein bisschen die Insel anzugucken. Es ist doch ein sehr eintönig im Moment hier. Gebe ich ja zu. Aber es gehört halt dazu. Es ist immer schön, wie sie aufschreibt bei jedem Schlag, ne? Ja. Jetzt bin ich erschöpft. Wie viele habe ich denn? Ich habe wieder alles rausgeräumt. 6x. Ich glaube, das war schon genug für 3x3. Ich glaube, 3 hatte ich dran gebaut. Ja. Genau. So. Ach, halt mal übrigens die Augen ein bisschen auf, falls du noch ein Parasaurus siehst. In der Mitte hatten wir in der Mitte immer noch Foundations gesetzt oder nicht? Ja. Ne, war was. Dann muss ich mal auf Tauchstation gehen. Auf Tauchstation ist schlecht, das Boot steht so nah am Strand. Na, komm, lass mich da dran. Wo ist überhaupt der Mad Max hin? Der steht da hinten im Baum verpackt, sehe ich gerade. Das ist natürlich ein bisschen mau. So, irgendwas hier, was wehtut? Nö. Zack, zack, zack und dahin. Genau. So, schon ist der Dwarf fertig und ich komme wieder nicht drauf. Ich bin ein Held. Jetzt brauchen wir eine Rampe. Ja, wir brauchen eine Rampe. Ich lasse das Floß einfach mal hier stehen. Ja, ja. Das schwimmt ja so schnell nicht weg. Tja, war geplant. Ja, war absolute Absicht. Der Dilo dreht da immer noch seine Kreise, der weiß nicht so wirklich wohin. Wieso hab ich ihn denn abgepfiffen? So, komm mal mit. Rampe. Obwohl Rampe. Ja, komm. Provisorisch schauen wir mal eine dran. Damit wir überhaupt wieder drauf kommen. Bringt ja nichts. Hilft alles nichts. Die Achse schon wieder am Eimer. Bei dir auch? Ja, das geht so im Minutentakt bei mir. Mhm. Ein Pillar kann ich. 8. So.
Und dann, ich brauche da drei. Drei Foundations, vier, fünf. Das sind 10, 14 Foundations brauche ich noch. Na, wo willst du denn hin? 130er. Ja, 5x5. Ja, für 5x5 brauche ich noch 14 Stück. Also insgesamt brauchst du 25 und gebaut hast du bis jetzt. 9. Dann brauchst du noch 16. Habe ich mir das verrechnet? Ach, ist egal. Es ist früh am Morgen. Ich muss mich wieder rausreden. Ja, Balu und ich mussten den Termin leider auf heute früh. Also an dem Tag, wo jetzt diese Folge rauskommt, also für uns heute, nehmen wir auch die Folge auf. Und wir haben wie viel Uhr? 10:30, 11 morgens. Irgendwie Keine sowas, ne? Ahnung. Upala. Irgendwie sowas und ich bin total unausgeschlafen. Hier läuft ein 95er Female Parasaurus rum. Weißt du, was ich jetzt mit dem mache? Dich beordern, dass du mal gefälligst mit einem Bola hier hinkommst. Weil ich habe keine. So? Ich glaube, der braucht nämlich mehr als zwei Schüsse. Den hätte ich hier gerne, wenn wir den direkt am Boot legen. Dann habe ich ihn ein bisschen im Blick. Narkotics und so haben wir ja noch, ne? Ja, ich habe keinen einzigen verbraucht. Ja. Zack. Zack. Und zack. Und, warte. So, der müsste nämlich gleich umfallen. Langsam. Zack. Ja, Fall um. Schöne Farbe hat sie. So, liegt. Sehr Das schön. müsste alles im Mad Max drin sein. Alles Mad Max. Das sind Narcotics und eine Tonne an Major Berries. 359 reicht locker. Jetzt haben wir festgestellt, 280 irgendwie sowas brauchst du für einen 150er, ne? Ja. So, das. Und irgendwas mit knapp über 80 an Narcotics. Von daher, dass nur ein 95er heißt, das, was wir an Mats haben, sollte definitiv reichen. Ja, auf alle Fälle. Also ich stelle immer wieder fest, dass wir diese Ernterate hier ein bisschen erhöht haben. Ist doch echt angenehm, man kommt vorwärts. Ich habe nämlich jetzt Ja. auch schon wieder ein Level up. Ein bisschen Leben. Kann ich Weil du schon die kannst Smissy? Nö, ne? War erst ab 25, ja. ab 25, ja. Weil du halt mehr bauen kannst. Naja, klar. Die Dann hau ich XP haben mit. wir zwar überall komplett auf 1 gelassen, aber wenn du mehr Material kriegst zum Farmen, das zahlt sich dann schon aus. Also man muss nicht Also. unbedingt alles auf hochprügeln. Ja, bringt auch nichts. Also dieses bisschen mehr rausbekommen aus diesen Materialien, das ist schon ganz angenehm. Weil wie du schon sagst, dass du halt ein bisschen mehr bauen kannst, ein bisschen schneller bauen kannst und somit auch was zeigen kannst. Hilft doch. Ich meine, wer es ganz hart haben will, der muss sich wirklich alles auf einstellen. Vom Zähmen angefangen, über Schlupf, über irgendwas. Aber wir haben ganz ehrlich gesagt auch keinen Bock, dass wir für einen Giga oder für einen Quetzi eine Woche hier sitzen und den durchfüttern auf gut Deutsch. Ja. Da bist du ja Ewigkeit mit beschäftigt. Aber das Durchfüttern wäre ja das eine. Ein Quetzal-Ei braucht allein zum Schlüpfen, glaube ich, 15 Stunden. War denn nicht länger? Glaube, 15 waren das. Oder war. Ja, Giga ist noch länger, ne? Glaube, ja. Ich glaube, bis ein Giga ausgewachsen ist, brauchst du insgesamt 4 Tage vom Anbrüten aus bis wirklich ausgewachsen. Und das ist schon ziemlich heftig. Obwohl, so ein Giga-Baby hätte auch mal was. Ich habe noch keins gesehen. Wirst lachen. Also, in-game. Können wir ja mal ausprobieren. Ja, ich bin echt mal gespannt, ob uns hier mal ein Giga-Baby über den Weg läuft. Ich meine, der wird ja wahrscheinlich genauso flüchten, hoffentlich, wie die anderen. Alles, was ja nicht ausgewachsen ist, flüchtet ja irgendwie. Obwohl ich mir das beim Giga eher weniger vorstelle. Der ist ja wahrscheinlich als Baby oder als Jungtier schon doppelt so groß wie ein Rex. So. Ich baue mir ein Boot.
Irgendwie. Darth Vader ist wieder da. Ah, hier läuft noch ein Parasaurus. Das war aber, glaube ich, der kleine Männchen. Yep. Nee, hier läuft. Ja, der Grüne. Hier unten am Strand sind schon 4 Stück wieder. Alle weiblich oder alle männlich? Ich weiß nicht. Habe ich noch nicht angeguckt. Das schauen wir uns auf jeden Fall im Offscreen an. Wir werden im Offscreen auch noch zusehen, dass wir die Boote. Genau, dass wir die Boote mal ein bisschen weitermachen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ja, bis dahin, auf Wiedersehen und adieu. Macht's gut. Ciao, ciao.